Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Shift. Wir sind ungefähr in der Mitte von Stufe 4 angekommen. Supercar Restricted Competition. Heißt, wir müssen mit einem Supercar fahren. Was haben wir denn für Supercars? Ich glaube, wir haben nur ein richtiges Supercar und das ist der Pagani Zander R. Und dann nehmen wir den doch einfach mal. Nur Stufe 4 Supercars dürfen hier teilnehmen. Die Supercars werden vom Showroom direkt auf die Strecke gefahren und kämpfen um eine Top-Platzierung auf dem Podium. Diese gebündelte Kraft zu beherrschen ist der Schlüssel zum Erfolg. Olli Reimers, ein Techniker und Taktiker. Angeborenes Talent und schnelle Reaktion machen ihn zu einem fast perfekten Fahrer. Das richtige Maß an Aggression und Risiko machen Olli zum ultimativen Fahrer. Rennen auf Silverstone National. Jetzt wird's spannend, denn jetzt fahren wir mit wahrscheinlich dem schnellsten Auto des Spiels und ob ich damit zurechtkomme, das wird sich zeigen. Er geht auf jeden Fall geisteskrank vorwärts. Auch schwer zu kontrollieren, aber wenn man es hinkriegt, echt unfassbar schnell das Ding. Und klingt natürlich auch krass. Wir lassen die Gegner auch einfach stehen. Perhaps interessieren die Kiste nicht. Das ist schon ziemlich gut.
Ja, 2000 Punkte haben wir eigentlich nicht bekommen. Steht hier zufällig, wie viele Punkte wir bekommen haben? Nee, gell? Schade. Naja, ihr habt's ja gesehen. Ich nicht. Ich habe nicht drauf geachtet. Rennen auf der Coulter Tri Oval. Das weiß ich noch nicht, ob ich das gut finde. Die Ovalrennen mag ich nicht so sehr, weil die sind so extrem kurz. 10 Sekunden bis zum grünen Licht. 10 Sekunden, alles klar bei dir. Und man hat nicht so viel Zeit. Gegner zu überholen und wird direkt am Anfang erstmal weggeschoben. Perfekt. Ich fange das nochmal neu an. 10 Sekunden bis zum grünen Licht. 10 Sekunden. Alles klar bei dir. Fühlst du dich gut? Super, noch 5 Sekunden. Auf geht's. Los, ja, das war natürlich ein idealer Start, dass Kaida erstmal gebremst hat. Der dritte Platz reicht natürlich, aber das Auto kann eigentlich viel mehr. Aber es ist halt so extrem Glückssache, wie man in der ersten Runde durchs Feld kommt. Ja, toll. 10 Sekunden bis zum grünen Licht. 10 Sekunden, alles klar bei dir. Fühlst du dich gut? Super, noch 5 Sekunden. Auf geht's. Los, 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 grünes Licht.
Das war jetzt eigentlich schon das Todesurteil. Also den Sieg werden wir wohl nicht mehr kriegen. Obwohl, vielleicht doch. So viel zu dem Thema. Ich bezweifle jetzt doch, dass es noch was werden könnte. Weil, wie schnell soll ich noch fahren? Also, was soll ich noch machen, um schneller zu sein? Aber es ist ja auch im Endeffekt egal. Hauptsache Dritter. Das ist alles, worauf es ankommt. Rennserie X. Das ist natürlich wieder eine Serie, klar. Versuchen wir das. Kann ja nur schief gehen. Weil das Spiel wieder abstürzt oder solche Sachen. Okay, also du wirst heute eine Menge von der Strecke sehen. Viele Events stehen auf dem Plan. Viel Spaß da draußen und seid vorsichtig. Noch ein paar Sekunden bis zum Start. Achte aufs grüne Licht. Grün, gib Gas! Es geht los! Ich bin voll in die Mauer eingeschlagen und es hat nicht mal geknallt. Grün, gib Gas! Es geht los! Hat hier auch einen wirklich komplett bescheuerten Startplatz mitten in der Kurve. Thank you.
Aber ich glaube, jetzt sind wir aus dem Gröbsten raus. Wenn ich jetzt nicht noch irgendwelche groben Fehler mache. Sollten wir es eigentlich haben. Vorsprung ist da, 7 Sekunden. Haare sieht zwar übel aus, aber ist egal. In dem Spiel eigentlich schon, ich weiß gar nicht, wann der rausgekommen ist, den Königsegg 1-to-1? Nee, gell? Den gab es damals noch nicht, als das Spiel rauskam. Aber auch geil, dass hier einfach das Auto nach PS pro Kilogramm benannt haben, einfach. So, haben wir das erste von drei Rennen auch geschafft und unseren Fahrerlevel nochmal erhöht.
Dafür gibt es nochmal 1 Million Dollar. Und Rennen Nummer 2 führt uns nach... Okay, noch ein paar Sekunden bis zum Grünlicht. Wir wollen aufs Podium, also viel Spaß. Und sei vorsichtig. Ach, hier hin. Grün, los, los, los. Da bin ich ja auch mal gespannt, wie der Pagani hier abschneidet. Könnte wesentlich besser. Hallo. Wenn ich nicht immer im Verkehr feststecken würde. Mann, es ist so nervig, dass man immer hinten starten muss. Grün, los, los, los. Es ist die 10. Folge, die ich heute aufnehme. Nur, dass ihr Bescheid wisst und hier drin sind, also in meiner Wohnung sind so 28,5 Grad oder sowas. Seit ich es in der einen Folge erwähnt habe, habe ich nicht mehr geguckt. Ich will es gar nicht mehr wissen. Es ist einfach viel zu heiß. Das kann doch nicht sein, ey. Ich bin doch relativ nach vorne gekommen. Grün, los, los, los. Ja.
mal dieses Auto. Wenn man damit einmal irgendwie halbwegs gut durch den Verkehr kommt, dann haben die anderen eigentlich keine Chance mehr. Ihr könnt ja hören, wann ich bremse. Ich bremse schon relativ spät und das ist eigentlich immer noch zu früh. Also das Auto hat echt so eine starke Bremse auch. Und jetzt habe ich das zweite Mal an derselben Stelle abgekürzt. Und es bringt nicht mal was. Ah. So, jetzt aufpassen, dass ich nicht schon wieder da abkürze. Das war eigentlich eine gute Runde bis hierhin. Hallo. Sehr schön. Das war Rennen Nummer 2 von 3. Ach, wisst ihr was? Wir machen das dritte jetzt auch noch in der heutigen Folge. Und dann passt das schon. Auch wenn wir schon bei knapp 32 Minuten sind. Ich denke, das ist okay. Also zumindest für mich. Wie das jetzt für euch ist, das weiß ich ja nicht.
Spieß bei dem Tempo ist keine gute Idee. Es ist absolut gestört, wie schnell dieses Auto ist. Und tatsächlich auch wie verzeihend. Also man kriegt das so oft noch gut abgefangen, wenn man mal zu schnell in der Kurve drin ist oder so. Ich meine, guck mal auf die Zeit. Also nicht unsere Rundenzeit, sondern den Zeitvorsprung links oben auf die anderen. Und wir haben jetzt gerade mal das halbe Rennen hinter uns. Und wenn ich noch besser fahren könnte, wäre das natürlich noch krasser. Gut, aber wenn ich noch besser fahren könnte, würde ich wahrscheinlich auch auf schwer spielen und nicht auf mittel. Und dann würde sowas nicht passieren. Ach, sag mal, hallo, fahr doch einfach auf die Strecke zurück. Letzte Runde. Ja. Ja, ist nicht so schlimm. Wir haben immer noch 5 Sekunden Vorsprung, das reicht.
dafür, dass Olli Reimers so krass sein soll, sind die 40 Sekunden oder was es waren, Rückstand, die er auf uns hatte, jetzt nicht so beeindruckend. Oder negativ beeindruckend. Supercar-Wettbewerb Rennserie 10 gewonnen. Dafür gibt es nochmal 120.000. Und wir haben das fertig. Nächste Folge geht es mit Rennserie 11 weiter. Und dann wieder mal 5 Rennen in Folge. Wahrscheinlich in der übernächsten Folge. Könnte ich mir vorstellen. Jetzt bedanke ich mich erstmal bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt mir auch gerne Kommentare und wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.